Fans vom Bremer Sport-TV, wir sind wieder auf Sendung. Die 189. Ausgabe findet am 19. Dezember 2017 statt. Als erstes Thema haben wir hier Peter Renge zu Gast. Er wird uns alles erzählen über die 54. Six Days in Bremen, die im Januar stattfinden. Dann geht es weiter mit der Tanzgruppe des ATSV in Habenhausen mit dem Namen Lux, ein außergewöhnlicher Name. Ann-Kathrin Luther wird uns dafür Rede und Antwort stellen. Und die jungen Damen, die Sie jetzt schon mal sehen, werden zwei hervorragende Tänze zeigen. Herzlich willkommen. Dann Drums Alive, war ich hin, war vollkommen begeistert, dass ich da auch bestimmt wieder hingehen werde. Jutta Clausen ist da und Charlie Scheel, den kennen wir alle. Jutta ist noch nicht ganz so oft hier gewesen, Charlie ist ein alter Bekannter. Drums Alive, was das ist beim SV Hemmelingen, werden wir sehen. Nächste Ankündigung, auch wieder ganz hochkarätig. Feuerwerk der Turmkunst mit der Aura kommt zu uns nach Bremen am 2. und 3. Januar. Jan Brüning ist bei uns zu Gast vom Sportsport Bremen, der uns auch ein paar Eintrittskarten, ähnlich wie Peter Renge, mitgebracht hat zur Verlosung. Wie gesagt, herzlich willkommen und du wirst sagen und zeigen, was da geboten wird bei Aura. Dann, den haben wir den Vize-Weltmeister zu Gast hier, und zwar den Grün-Gold-Club Bremen mit einem Paar vom A-Team. Und zwar ist das die Katharina Schreiber, die ist da und die hat den Thomas Postera mitgebracht. Ich habe sie nämlich gefilmt bei der deutschen Meisterschaft, die unlängst in Bremen stattgefunden hat. Last but not least, Fußball-Plauderecke darf natürlich auch nicht fehlen. VfL 07 ist heute da, der Trainer Jürgen Damsch, der heute zu unser Gast sein wird, der wird mal erzählen, warum er von Komet Aßen jetzt nach VfL 07 gegangen ist und was er da noch so vorhat in den nächsten Monaten. Meine Damen und Herren, das war das Programm in groben Zügen für Bremer Sport TV, die 189. Sendung, unsere Weihnachtsausgabe am 19. Dezember 2017. Bleiben Sie dran, ich zähle auf Sie.